sind wir wieder. Dominik Kapecni pfeift das dritte Achtelfinale an. Mainz 05 gegen den FC Bayern München. Richtig Musik drin und gleich die erste Möglichkeit für die Mainzer. Enes Shabani. Und hier wird es jetzt so oder so eine Mannschaft treffen, die etwas überraschend im Achtelfinale ausscheiden wird. Denn die Mainzer haben eine Top-Vorrunde gespielt mit 10 Punkten. Dritter geworden aufgrund der Tordifferenz. Und der FC Bayern letzte Woche den Norit Cup in Dettelbach gewonnen. Das ist weiteres großes U16-Turnier. Und da die Bayern erfolgreich gewesen im Finale mit 2:1 gegen Leipzig, sodass man ja auch hier hohe Erwartungen an sie gesetzt hat. Die Vorrunde lief noch etwas holprig. 1:2 verloren gegen den HSV, 2:2 gegen Gladbach, 1:1 gegen Wolfsburg und dann heute Morgen 0:3 gegen Hertha BSC Berlin. Dass wir sehr gespannt sind, was die Bayern jetzt, wo es drauf ankommt, in der K.O.-Runde leisten werden. Erste Möglichkeit dazu haben sie gehabt. So, erste Chance und das erste Tor für die Mainzer und natürlich Danny Schmidt mal wieder erfolgreich. Klasse Drehung, super Mitnahme und dann gegen die Laufrichtung. Wunderbar vollendet. Danny Schwarz, der Trainer der Bayern, hat sich da sehr aufgeregt, sehr geärgert. Natürlich ehrgeizig, der 43-jährige Ex-Profi Danny Schwarz. Da haben wir die Mainzer Bank mit Patrick Kanjut als Cheftrainer, 33 Jahre jung. In seiner aktiven Zeit hier in Ostwestfalen unterwegs gewesen. Unter anderem für Thesen, für Fichte Bielefeld gespielt. Und jetzt seit 2016 in Mainz. Und damit den Ausgleich für die Bayern. Torschütze Gabriel Vidovic trifft. Über die Bande gespielt. Und das war genauso gewollt. Tolles Tor. Und da guckt Danny Schwarz auch wieder etwas freundlicher da, der Trainer der Bayern. Oh, hier rumpst es aber richtig gegen die Bande. Damals Danny Schwarz, 43-jähriger Ex-Profi. Und der nächste Treffer für die Mainzer. Zum 2:1 und das war der Nationalspieler Moritz Reuter, satter Distanzschuss. Super zu sehen hier. Also geht gut los hier. Elf Tore haben wir in den ersten beiden Achtelfinals gesehen. Drei kommen jetzt dazu, 14 Treffer schon. Super rüber gespielt und der Ball ging weit über den Kasten. Hast du rüber gespielt? Kabinettstückchen hier von Nemanja Multica. Den Ball hat jetzt Leon Hoffmann im Tor.
der Mainzer, aber sicher. Nächster guter Versuch. Jus Aitama. Wechsel jetzt bei den Bayern. 16. Teilnahme am Freeway Cup. Zweimal im Endspiel gewesen. Einmal im Jahr 2010 konnten sie hier den Freeway Cup gewinnen. Beeindruckender als die Finaleinzüge ließ sich aber die Hall of Fame an Spielern, die für die Bayern schon hier gewesen ist. Wir nehmen erst noch den Mainzer Angriff mit, der jetzt aber abgefangen wird. Liam Barakat im Tor der Bayern. Hat den Ball sicher. Aufbau der Münchner. Unsauber gespielt. Tiefer Ball jetzt. Bayern versuchen Struktur in ihr Hallenspiel zu bekommen. Die Mainzer attackieren dann immer wieder früh. Sehr, sehr aktiv. Aber das war mal gut gespielt. Abschlussversuch, knapp vorbei, aber die Situation ist noch heiß. Arm ging raus, Freistoß. Für Mainz 05. Also nehmen wir das kurz. Emre Can 2010 hier gewesen. Holger Badstuber 2005. Thomas Müller 2005, Mats Hummels 2004, Sandro Wagner war hier, also es ließ sich sehr, sehr prominent mit Hummels und Müller, auch zwei Weltmeister für den FC Bayern hier auf der Platte gewesen. Als die Bayern hier gewonnen haben, dann Emre Can und Alessandro Schöpf, beide im Kader hier der Bayern. Ja, an der Hose gehalten. Vor der Situation war so nicht da, richtig von Capecchi es laufen zu lassen. Da sehen wir so mal, im Trikot war es dann doch. Jetzt fast im Gegenzug der Ausgleich. Danny Schwarz klärt über die Bande. Gespielt, gut aufgepasst. Ball rausgeköpft, gut verarbeitet. Jetzt geht es mit Tempo auf gegnerische Tor, aber Bayern gut im Umstand verhalten. Urfan Nasseri. Passt auf. Boah. Kurz mal der Blick zu Capecchi, ob der Ball nicht über der Linie war. Aber alles gut. Behauptet da jetzt der Ball von Malik Makay. Super Ballgewinn jetzt. Wenn schnell geht, Überzahl. Das war klasse gespielt und das 3:1. Für die Mainzer und es ist wieder Danny Schmidt. Wieder an seine Lieblingsecke. Holt sie verdienten Applaus seiner Mitspieler. Also einfach mal auf freebackcup.de klicken, der dürfte in der Scorerwertung mittlerweile ordentlich aufgeholt haben. Wird auf jeden Fall in den Top 10 vertreten sein. Bisher bei diesem Turnier. 3:1 Führung. Bayern, die ja zurückgekehrt sind zu diesem Cup, letztes Jahr nicht dabei gewesen, stehen hier 6 Minuten vor dem Ende, vor dem Aus im Achtelfinale. Und dann zeigt sie es eben auch, wie wichtig das ist, eine gute Vorrunde zu spielen. Tolles Solo jetzt. Denn aufgrund der recht schwachen Vorrunde der Bayern, ja noch hinter den Mühlis eingruppiert,
treffen sie dann hier auf so einen Kracher wie Mainz 05 sehr, sehr früh im Turnierfeld. Und das wird dann eben direkt bestraft. Und deswegen die Vorrunde so wichtig für alle teilnehmenden Vereine. Die Mainzer, es ist die 7. Turnierteilnahme. Auch sie konnten den Cup einmal gewinnen, 2015. Erklang hier der Hallermarsch in Lübbecke. Bayern jetzt sehr, sehr wild. So ein bisschen ihre Abläufe verloren. Die Mainzer immer wieder mit einer Menge Zug zum Tor. Haben auch gefühlt zwei sehr gleich starke Blöcke. Das ist ja ausgeglichen in ihrem Kader. Zwei Topspieler. Und dann haben wir den Anschlusstreffer. Durch Brandon Monte, den Kapitän. Brandon Happy Monte. So, die Bayern attackieren jetzt. Jetzt wird richtig gefightet hier um die Bälle. Gute Möglichkeit jetzt, wenn er den Ball schnell Richtung Mitte bekommt. Hat ein bisschen lange gedauert bei Grant Mamedova. Freistoßentscheidung jetzt von Dominik Kapecny. Der das für seine 20 Jahre da tiefen entspannt macht. Gute Möglichkeit. Konter jetzt für die Mainzer. Rechts ist Reuter freigelaufen. Der Nationalspieler bekommt den Ball nicht. Bayern wieder mit dem Ball gewinnen. Und eine Riesenchance. Keanu Kraft, der sich den Baller wegstibitzt hatte. Drei Minuten noch. Dieses Achtelfinale bleibt bis kurz vor Schluss spannend. Bayern drängt auf den Ausgleich, Mainz verteidigt mit viel Leidenschaft, viel Körperlichkeit ist auch im Spiel. Ja, wieder langer Ball, den kriegt Keanu Kraft nicht hin. So, letzter Wechsel mutmaßlich bei den Bayern. Jetzt mit ihrem Block 1, so, da wird es schon vorbereitet, der Feldspieler, der Fünfte. Danny Schwarz hat sich das überlegt. Nächster Abschluss für die Mainzer. Jetzt die Chance auf das 4:2. Jetzt eine gute Schussposition. Den setzt er gar nicht schlecht an. Lasse Wilhelm. 1:30 vor dem Ende. Bayern hat jetzt den fünften Feldspieler auf der Platte. Das ist Dominik Auerhammer, der erweiterte letzte Nationalspieler für die Bayern. Jetzt am Ball. Auerhammer. Das war ein Foulspiel. Kapecsi sieht das, am Trikot gehalten. Die beiden hätten da, glaube ich, gerne 2 Minuten Strafe. Wir gucken mal. Ja, voll festgehalten. Da darf man über 2 Minuten nachdenken. Mainz jetzt nochmal gewechselt. Und die gab es auch. 2 Minuten Zeitstrafe. Völlig korrekte Entscheidung.
Also, mehr Spannung geht nicht. Letzte Minute und Überzahl für die Bayern. Und jetzt mit einer richtig guten Freistoßgelegenheit. Geblockt den Ball. Also mehr Dramatik geht nicht. Bayern soll es jetzt ausspielen, sollte nicht blind aufs Tor gehen. Der Ballverlust zum Beispiel war unnötig. So, Mainz muss schleunig zusehen, zurückzukommen. Klasse Tempolauf, Überzahl nach vorne und der Ausgleich. Nemanja Motika mit dem Tor für die Bayern. Mainz darf wieder auffüllen, Mainz wieder komplett. Jetzt kommen die Mainzer wieder in Überzahl, gute Schussposition, quer gespielt. Diese Möglichkeit, Tor für Mainz. Und da haben wir noch die ersten Emotionen hier. Mal so richtig draußen. Enes Shabani mit dem 4:3 über die Linie gedrückt. Vorlage kam von Danny Schmidt. Nächste Möglichkeit. Schussversuch und der Treffer. Doppelpack, Enes Shabani. Die Entscheidung. 5:3. Tor war leer. Bayern musste volles Risiko gehen. Und wir haben hier die erste Gänsehaut-Endphase. Sehr früh am Tag. Mainz jetzt wie entfesselt. Noch eine Sekunde. Auf der Uhr. Was für ein Spiel. Das war's. Der BSV Mainz 05 gewinnt mit 5:3 und steht im Viertelfinale. Bayern München scheidet in der dramatischen Schlussphase aus. Wir gehen in die kurze Werbung. Bis gleich.